Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Podcast-Episode. Heute mit meinem Special Guest Urs Kalitschinski, der Miracle Bear. Heute in der Kombi der Bär und der Wolf. Yes, Urs, willkommen bei mir heute im Podcast. Freut mich mega, dass es geklappt hat. Du eben, wie gesagt, ich kenne dich ja etwas, habe dich schon seit längerem auf dem Schirm gehabt, aber dir nicht so wirklich gefolgt. Habt ihr dann über Clubhouse erst wirklich gefolgt? Also erst komm. drunter, ist okay, cooler Dude, komm, lass folgen. Und ja, seit dort eben dich verfolgt. Du bist ja IFBB Pro, wie ich gesehen habe. Du Yes. hast letztes Jahr, oder war es 2019? Nein, 2019 hast du die Pro-Card geholt. Ja, Mit genau. Classic Physik. Ja, DFAC Pro bin ich auch noch, aber da kommen wir später dazu. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gültig. Okay. Also der englische Verband, die FAC ist der englische, oder? Ja, das ist der gesamte Netty-Verband, sage ich mal so. Es gibt ja da WNBF oder so. Genau. Keine Ahnung mehr. Aber ich habe ja auch die Deutsche dann gewonnen und dann bist du auch automatisch Pro dann sozusagen geworden im Natural Bodybuilding. Aber da kommen wir später dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich am Start sein kann hier. Wir haben uns tatsächlich durchs Clubhouse kennengelernt, die App. Ja, man denkt sich über Insta immer so, was ist das für ein Wichser, so, keine Ahnung. Aber ja, wenn man dann ein bisschen redet und so, dann merken die Leute auch, vielleicht ist man doch ein bisschen anders. So, deswegen feiere ich die App auch persönlich und ja, habe mit dir jetzt einen relativ guten Draht. So, der Talk gönnt sich manchmal um 3 Uhr nachts und so, aber auch Salü an die Freunde da draußen, die das zuhören. Geil, mal ein bisschen Content für die Schweizer zu machen. Ich habe ja jetzt letztes Jahr in der Schweiz gewohnt, habe da meine Prep gemacht, also habe immer noch sehr viel Verbindung mit der Schweiz, außer jetzt mit meinem Namen, auch mal den Wohnort dort gehabt. Und ja, fand es auch, ja, man, echt chillig dort. Und genau, heute reden wir ein bisschen über mich und meinen Sport wahrscheinlich, mein Bodybuilding. Dich und deinen Sport vor allem, was mich halt wirklich wundert, du bist sehr jung, du hast schon sehr viel erreicht. Was mich Relativ. interessiert, wie alt warst du, als du angefangen hast, was mich so wirklich wundert. Ich war 13 tatsächlich. Mit Ja, man. 13 Jahren. So früh übt sich, sagt man noch so. Ja. Und habe aber ganz viel Sport gemacht in meinem Leben. Also es hat angefangen mit Handball, mit sogar Fußball habe ich mal gespielt, aber es war Katastrophe. Also da wäre ich nie gut geworden. Hab dann aber relativ lang Breakdance gemacht und da ich so ein bisschen übergewichtig war, oder was heißt bisschen schon übergewichtig, und das gerade so in der Pubertät war, wollte man halt auch ein bisschen abnehmen, weißt du, was ich meine, ein bisschen die Girls abchecken und so. Und ja, so waren das die ersten Gründe halt, warum man das gemacht hat. Und ja, beim Breakdance musstest du ja auch fit sein, musstest du schnell sein und dann musste ich halt auch abnehmen, so, um halt mehr Moves zu packen, um halt besser zu werden. Und dann ist halt relativ schnell so gekommen, dass ich mehr Bock hatte auf Fitness so als auf Breakdance. Dann habe das aber beides immer noch gleichzeitig gemacht. Hat mir jetzt auch im Nachhinein übel viel für mein Bodybuilding gebracht, weil ich einfach wegen dem Posing und so da auf jeden Fall einiges mitnehmen konnte. Aber ja, bin dann so mit 13, 14 so richtig trainiert, mit 15 erst dann ja, ins Bodybuilding reingerutscht. Und dann auch schon relativ schnell eigentlich mit Wettkämpfen begonnen. Also 2016 war mein erster Wettkampf dann bei der GNBF. Und ja, bin dann erstmal fett auf die Fresse geflogen. Ja, Wie also. meinst du, fett auf die Fresse geflogen hast? Ja, was heißt fett auf die Fresse? Also meinen Ansprüchen nicht gerecht worden. So. Okay, Also keine Finals jetzt gehabt. ja. Oder irgendwie den sechsten, also knapp im Finale. Und ja, danach dachte ich mir, Alter, was ist das für eine Scheiße? Kann ich eigentlich direkt lassen. Aber dann 2018 nochmal angegriffen. Frage, 2016 Ja. selber vorbereitet oder über einen Coach? Selber. Ah nee, nein, 2016 war mit dem Coach zusammen. Okay, ja. 2016 war mit dem Coach, aber halt so, das war der Typ, der mich im Gym angesprochen hat, ob ich mal Bock hätte, auch eine Show zu machen. So, weißt du, was ich meine? Wurdest du gratis gecoacht oder musstest du zahlen? Ja, gratis. Ja. Aber der hat halt schon gesehen, weil der hat richtig Ahnung vom Bodybuilding, muss man sagen.
Aber ich dachte mir halt damals so, dass irgendein Typ, der mich halt da voll quatscht und hatte aber trotzdem Bock auf die Bühne zu gehen, aber wusste halt nicht, wie ich es anstellen soll. Das war jetzt nicht wie, gut, so lange ist es nicht her, aber das ist nicht wie heutzutage, dass du irgendwie dir Patrick Thur und alle möglichen Coaches untereinander hast und dann mal anschreiben kannst und dann da so reingenommen wirst, sondern für mich war das voll weit weg. Also ich halt brauchte so einen direkten Ansprechpartner in meiner Nähe. Ja. Das haben sie ja heute noch. Also siehst du ja noch viel, dass Leute einen Coach brauchen, der bei ihnen local ist, Ja. bei dem sie vorbeigehen können. Das sehe ich ja selber. Viele meiner Kunden sind ja immer noch sehr lokal. Also ich habe wenige Kunden, also schon einige, aber tendenziell mehr in Person coache als über online, weil es halt immer noch gang und gäbe ist, dass halt Leute dich im Gym sehen, deine Athleten sehen und dann denken, okay, der hat was drauf, oder? Ja, safe. By the way, du sprichst übel gut Hochdeutsch, Alter. Wenn du willst, kannst du auch ruhig Schweizerdeutsch reden. Ich verstehe ja alles ganz normal, also musst du dir keine Mühe machen. Aber ja, zu dem Punkt hast du auf jeden Fall recht mit den Local Coaches. Wo ich jetzt in der Schweiz war, zum Beispiel, wo ich dort gewohnt habe und dort gearbeitet habe, auch im Studio, da hat es sich auch angeboten, weil halt voll viele mich gesehen haben und so. Wo hast du Wir, gearbeitet? Cleverfit. Ah, okay, glaube ich, ja. ja, und haben halt zusammen geredet so mit den Leuten und dann haben die halt gecheckt, ah, okay, das würde ich vielleicht mal machen, dass du so deine Kundenakquise gehabt. Deswegen ist gar nicht so schlecht, auch ja, so local die Leute am Start zu haben. Ist auch cool, so Formchecks zu machen und so, gleich ein Personal Training mit reinzuholen, das zu verbinden. Deswegen, ja, aber sorry, gerade gegessen. ich habe mich 2018 dann selber vorbereitet und es hat auch sehr gut geklappt. Bin dann ja deutscher Meister geworden, Österreich Gesamtsieg geholt und dann, ja, habe ich mir danach erst sozusagen Coach geholt. Oder was heißt geholt? War auch dann wieder ein Kollege, der mich gecoacht hat, Leo. Grüße gehen raus. Und ja, so kam das dann zustande eigentlich mit den Coaches. Und jetzt halt beim Stefan, seit, ja, seit ich Profi geworden bin, also seit 2019 jetzt schon ein Jahr her, Mann, krass, wie schnell das Jahr vergeht. Ja. Und ja, bin da jetzt sehr zufrieden, gut aufgehoben. Es ist halt schon so, dass du deinen Kopf wirklich ausschalten kannst und nur machen musst, so. Weil ich coach ja selber und denke dann selber, ah, zu viel hier, das, da. Aber der weiß schon, was der macht und da kann man sich auf jeden Fall entspannen ein bisschen. Also das Witzige ist ja, was ich immer sehe, dass die Leute denken, wenn du als Coach beziehungsweise als professioneller Athlet, der Coachings anbietet, einen Coach hast, dass du inkompetent wirkst. Genau. Genau das Gegenteil. Wir Ja. wollen uns den Stress abnehmen. Wir können uns selber schon Gedanken machen über unsere Planung und über unser Training, aber das stresst uns. Deshalb abgeben, outsourcen, das machen ja auch Firmen. Sie Ja. können selber Sachen machen, aber sie geben es ab, weil Ja, jemand definitiv. besser. Außerdem finde ich es auch gar nicht schlimm, weil das zeigt, wenn du selber einen Coach hast, dass du dich weiterbilden möchtest auch. Ich meine, ich gehe zu Coaches, die mehr Wissen haben als ich und lerne dann sozusagen auch von denen und setze das. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht Prinzipien von Stefan zum Beispiel umsetze und auch meinen Leuten weitergebe. So. Also da bin ich auch extrem dankbar und da kannst du echt viel lernen davon. Außerdem guck dir mal, keine Ahnung, junge Tennisspieler oder Golfer an. Ich meine, die Besten der Welt haben auch Coaches und guck dir die Fußballer an sogar, die haben auch Coaches und meistens sind die Trainer überhaupt nicht Fußballer gewesen oder so, die besten Trainer. Also von dem her, ja, man muss diese Leistung trotzdem immer selber bringen, aber es ist einfach entspannter für den Kopf, dass man da jemand zur Seite stehen hat. Außerdem ist so eine Zusammenarbeit auch voll geil, finde ich. Ja, es ist halt ganz witzig, weil eben, ich kenne ja Stefan selber, ich war ja selber ein halbes Jahr bei ihm, hat danach einfach bei mir persönlich nicht mehr weiter funktioniert, weil ich mich auf die Ausbildung konzentriert habe und da gemerkt habe, okay, wo sind meine Prioritäten? Dann habe ich gesagt, okay, Stefan, Coaching war super, alles tipptopp, aber ich muss mich halt wirklich auf meine Prioritäten im Leben konzentrieren, Ausbildung etc. Und ich eben kann nur sagen, ich habe sehr viel von ihm mitgenommen. Für jeden, der zuhört, Stefan Kienzel, ein sehr empfehlenswerter Coach.
Natürlich auch du, Urs. Also ich sehe ja, was du machst, beziehungsweise wenn du mal was in deine Story tust, beziehungsweise Ja. du bist ja jetzt bedeckt unterwegs, wenn ich so schön sagen darf. Man sieht keine aktuellen Fotos Bedeckt. Ja. mehr. Trainingsvideos hast du ja auf deinem YouTube-Channel. Ich habe, glaube ich, noch ein paar online. Ich habe viele auch rausgenommen, so einfach, weil ich selber nicht mehr so zufrieden war mit den Videos. Okay. Und halt auch immer bessere Qualität lief und so. Deswegen, Ja, das ist. ja, habe mir gedacht, jetzt so, wo ich in Berlin wohne, mache ich da ein bisschen mehr. Aber jetzt ist ein bisschen stressig mit Training und Trainingsvideos, gerade hier in Deutschland aktuell. Brauche ich ja wahrscheinlich auch. Und ja, guck da jetzt einfach, dass ich danach noch mehr Content bringe. Witzig, ich wollte noch fragen, du hast ja mal in der Schweiz gewohnt. Was waren die Gründe für deinen Umzug von Deutschland in die Schweiz und jetzt wieder zurück, falls du mal. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte gar keinen Grund eigentlich. Okay. Genauso wenig, wie ich einen Grund hatte, hier jetzt nach Berlin zu ziehen. Ich bin ja eigentlich aus Stuttgart. Und ja, finde es einfach geil, so neue Leute oder neue Wohnorte kennenzulernen. Weiß nicht, hat dann einen Kollege in der Schweiz, war davor ein paar Mal in der Schweiz schon. Ich fand's hure gut. Und ja. Keine Ahnung, deswegen war eine Erfahrung, so weißt du was. Ich meine, mir war auch schon immer klar, dass ich nicht mein Leben lang in der Schweiz bleiben werde, so einfach weil ich noch mehr anders sehen will. Das hat gar nichts so mit der Schweiz an sich zu tun, aber ja, wollte dann auch ein bisschen weg. Es hat dann ja geklappt mit der Pro-Card. Also wer weiß, also wenn ich nicht Profi geworden wäre, wo ich jetzt sein würde, weil es war auch ganz witzig. Ich war, keine Ahnung, ich war in dem Gym ja, habe gearbeitet und bin dann, hab 3 Wochen vorher schon krank gemacht, kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich so gefickt war von der Diät. Aber irgendwie hat es mir keiner so abgekauft. Deswegen, ja, war ich dann auch schon gekündigt vor meinem letzten Pro-Qualifier und dachte mir halt alles auf eine Karte und dann hat es einfach funktioniert und das war irgendwie das Geile so. Also hast du Pro-Quali in der Schweiz gemacht, sozusagen die Vorbereitung dafür. Genau, das war deswegen, wird mich auch ewig die Schweiz damit verbinden, so Ja. auch eine geile Sache. Ja, und dann hat das alles geklappt, so dann kam man ja auch viel mit Rap One, keine Ahnung, ob die Leute es verfolgen, aber hat man mich da gesehen. Dann kam das mit ESN schon zustande und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt brauche ich nicht mehr irgendwie zu schichten und so Schichtarbeit zu machen, deswegen bin ich dann wieder nach Deutschland auch. Um wieder näher bei meiner Fam zu sein, ein bisschen. Und war dann da auch eigentlich ganz gut aufgehoben. So, ja, Mann. Safe. Wie hast du den Unterschied gemerkt, so von der Schweizer Mentalität zur deutschen Mentalität? Hast du da einen großen Unterschied gemerkt von den Menschen, von den Personen in den Gyms vor allem? Merkst du da halt so, eben, weil du halt eben eine sehr lange Zeit in Deutschland gewohnt hast und nachher in die Schweiz gekommen bist und jetzt wieder zurück bist? Ja. Wie hat sich das Gym-Feeling oder die Das ist eine allgemeine gute Menschenschaft? Frage, Nadi. Ich war in Stuttgart immer in so einem geilen Oldschool-Gym, so Kettler Studio heißt es. Keine Ahnung, ob das jemand kennt, aber das war halt so ein familiäres Studio, weißt du, was ich meine? Ich war da mit meinen Homies, hab trainiert. Ja, war da zur Zeit auch noch in der Schule, hab meinen Sportlehrer gemacht und es war dann so eine andere Zeit. In der Schweiz war ich dann sozusagen Erwachsener in Anführungsstrichen und war dann halt in einem Angestelltenverhältnis, habe gearbeitet und da war, ist es so ein anderer Lifestyle, das kennen bestimmt auch die Zuschauer oder kennst auch du. Man entwickelt sich dann so und dann, ja, war das halt was anderes. So, ich meine, wo zu arbeiten, wo es dann ums Geld geht, dann sind die Leute schon anders, als wenn es nur Schule ist, weißt du, was ich meine? Und ja, deswegen war dann halt so ernster ein bisschen die Sache. Ansonsten feiern und so. Ich liebe die Schweizer, die gehen übel steil. Gefällt mir richtig gut und ja, auch sonst voll chillig, so, keine Ahnung. Ich glaube aber überall, wenn es ums Geld geht, ist alles ein bisschen angespannter immer. Also jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, aber da habe ich den Vergleich nicht so gut. Deswegen kann ich auch nur so berichten, aber. Dort war es halt ein Gym, wo ich jetzt nicht so, was ich liebe, in meinem Oldschool-Gym bin und halt trainieren kann und nur Leute um mich rum sind, die auch so trainieren und die das halt feiern, das Bodybuilding, sondern halt eher so die Fitness-Leute, die sich denken, was, warum ist der gerade so abgefuckt am Trainieren, hat Ja. irgendwie 6% Körperfett und sieht völlig deaf aus in der Fresse.
Deswegen, ja, war es da so ein bisschen anders, was das Training angeht. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen. Ich meine, no excuses. Man kann überall, wo man trainieren kann, durchziehen. War dann ab und zu auch im, wie heißt das, Oldschool Gym 24 heißt das, glaube ich, in der Schweiz. Ja, Mann. Das war auch geil. Grüße auch da an die Leute dort. Die haben mich echt gut aufgenommen. Hat echt Bock gemacht, dort zu trainieren. Ich war da auch meistens, weil ich am Gym gearbeitet habe, vor der Show dort trainieren. Weil ich ja krank geschrieben war. Das ist nicht in ein Arbeitsstudio gehen. Ja. Ja, Mann. So krank war das da. Also so war ich vom Kopf her. Ich war so, hat so den Drive gehabt, da alles abzuräumen. Und ja, wo ich dann in London angekommen bin, so bei meinem ersten Wettkampf, dachte ich, Scheiße, Alter, ich kann gleich zurückfliegen, weil es halt so krasse Kanten sind backstage. Ich weiß nicht, man denkt ja immer selber, man ist der Schlechteste hinter der Bühne, aber ja, ich dachte mir, Alter, von der Masse komme ich da niemals ran. Und am Ende war ich in den Finals, so in den Top 4 und dann, ja, dachte ich mir auch schon, okay, krass, wie habe ich das jetzt geschafft? Und das hat mir dann auch so gezeigt, dass es nicht alles ist, so diese Gesamtmasse, was man hat, sondern auch alles so ein Illusion Game ist und ja, auf der Bühne alles anders aussehen kann. Also wer so einen Ärmel hat im Studio und rumläuft, das wäre der größte Mojo, der sieht dann meistens on stage irgendwie nicht so geil aus. Du hast die Erfahrung vom Breakdance, also du hast ein besseres Körpergefühl wahrscheinlich. Du weißt, was du bewegen musst, wie du es bewegen musst. Ja, das ist halt auch ein großer Punkt zur so Präsentation. Das Witzige, also was mich jetzt extrem wundernimmt, ist, du hast den Natural-Pro-Status geholt bei der DFAC, Ja. hast dann dort schon weitergemacht und wusstest du damals schon, dass du die Pro-Card in der IFBB holen willst? Oder war es damals für dich schon, okay, ich habe alles abgeholt, was ich abholen wollte, oder Also, was war ja, es? auch eine geile Frage. Ich feiere den Podcast gerade mega. Weil du, das hat schon viel, viel früher angefangen. Man hat ja immer so Idole, keine Ahnung. Und bei mir war es halt schon so, die Golden Era tatsächlich, habe ich immer gefeiert, aber ich dachte halt, das ist Natty, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir 2012 oder sowas war. Da dachte ich auch, Coleman wäre Natty so oder wurde halt Ja. Way und so waren. Du denkst es halt, weil du weißt es ja nicht besser so. Ist auch nicht verwerflich. Deswegen dachte ich mir so, ja, das wäre schon geil, so halt wie 70er, 80er Ära, früher 90er auch. Und dann, ja, dann hast du halt so gedacht, okay, da komme ich auch easy so hin. Aber dann hast du halt irgendwann gemerkt und bist ja auch schlauer geworden, okay, geht halt nicht so netti. Und für mich war es dann aber immer so das Ding, so ich wollte auf jeden Fall was gewinnen, bevor ich dann irgendwie einen Switch mache oder so. Das kam aber auch erst ganz spät. Also 2018 habe ich mich dann, oder ja, eigentlich 2019, aber den Gedanke hatte ich schon Ende 2018 nach meiner deutschen Meisterschaft dann zu enhancen. Aber das kam halt, ja, dann, wie gesagt, viel früher. Und ich habe dann die GmbF gewonnen, die ANBF gewonnen und habe dann auch eine Pro-Show sogar gemacht. Da stand ich zusammen mit Brosap sogar auf der Bühne. Ja, Mann, ja, das war halt direkt im Anschluss so. Also ich hatte keine Off-Season dazwischen oder so, sondern 2018 habe ich halt die deutsche Meisterschaft gemacht und dann im Anschluss war direkt so eine Pro-Show. Davon habe ich, keine Ahnung, irgendwie den 7. oder so gemacht und dachte mir halt, Alter, jetzt soll ich noch 10 Jahre trainieren, weil um netti gut zu werden, brauchst du halt die Trainingsjahre. Die brauchst du enhanced auch, aber das, du weißt, es geht halt Andere schon Verhältnisse, ja. genau andere Verhältnisse. Und dann dachte ich mir halt, ja, okay, eigentlich will ich doch eh, weil es hört sich jetzt krass an, oder krass mies an, aber so, was willst du mit einer Natty Pro Card? Ich meine, du bist ja dann auch nicht bekannter oder sowas. Also finanziell, vom finanziellen Aspekt geht dann ja auch nichts und man denkt sich halt so, okay, was soll ich denn jetzt machen? Und ja, dann habe ich 2019 angefangen, bin dann aber auch erst 2019 mit PEDs sozusagen in die Prep gestartet. Und dann dachte ich halt niemals, dass ich Ganz kurz, du hast kein Off-Season gemacht, sondern du bist Off-Season Natty in Off-Season der. Natty und dann in die Prep mit Juice rein.
Ja, Mann, und dann hat es 2019 schon geklappt und dann dachte ich mir, what the fuck, es kann doch gar nicht sein, so, Ja. dass ich 2018 erst die FAC Pro Card hole und dann 2019 direkt IFBB Pro Card. Und ja, aber war auch nur 10 Kilo, also was heißt nur, ich habe in der Prep 10 oder 12 Kilo aufgebaut, so. Mein Gewicht stand, es war übel geil, weil ich habe voll Panik gehabt, so, damals, aber das Gewicht ist halt so runtergegangen, bis 94,5 Kilo, das weiß ich noch bis heute, und dann stand es da, keine Ahnung, 7 Wochen lang oder so, und Du hast wahrscheinlich immer krass so ausgesehen von Woche zu Woche. ja, ich sah immer besser aus, aber war immer schwerer oder immer gleich schwer. Bis zum Ende dann, wo man dann entwässert hat und so. Und dann waren es dann 89 Kilo im Endeffekt. Aber ja, war halt nicht so viel Fleisch, dann muss man sagen. Also mit der Härte und mit der Symmetrie und Linie habe ich dann halt da überzeugt. Und ja, jetzt arbeite ich halt dran, die Masse noch zu bringen. Was in jungen Jahren nicht so einfach ist, aber ich denke, diese Offseason habe ich ganz gut ein Paket hingezaubert und 2021 kann auf jeden Fall auch interessant werden. Mal schauen, was jetzt geht. In Glaubst du, einem. warum schwer du jetzt, wieso möchtest du danach das noch geheim Doch, halten? kann ich sagen. Also heute Morgen waren es jetzt 115,8. Ja. 115 gemacht. Ja. Also so knapp 116 Kilo. Und angefangen habe ich dann halt mit 90 dann die Offseason. Darüber, also wir kennen beide Stefan, und Stefan ist ja so ein Fan davon, nicht zu fett zu werden, oder? Ja, also Ja, also es ist noch gut, dass wahrscheinlich. Querstreifen auf dem Quad sind am Start. Viel Jetzt nicht so Spaß deep, aber noch. so ein Ja. bisschen. Aber ich habe Bock jetzt auf die Prep, weil ja, jeder kennt es, wer mal ein Jahr durch Off-Season macht und wirklich richtig Off-Season mit ordentlich Kalorien und hartem Training, da hat man irgendwann nicht mehr so Bock, Force Feeding zu betreiben. Ja. Also jetzt kommen wir wahrscheinlich so zu einem ernsteren Thema. Wie du es gerade gesagt hast, Training und Ernährung in der Off-Season. Was ich halt immer so sehr stark verfolge, ist immer die Aussage von Leuten, die auf Juice sind. Man kann viel mehr einfacher. Ja, natürlich kann man viel mehr einfacher, weil man Dosierungen erhöht. Aber die Leute vergessen oftmals, dass immer noch die Grundbausteine wie Ernährung und Training der Ja, Hauptfaktor safe. sind. Und Safe. was ich jetzt einfach selber bei mir gemerkt habe, ich bin ja, also ich weiß, ich bin komplett ehrlich. Ich fahre mit einer TRT und bin konstant am Gewicht zunehmen. Meine Form wird nicht schlechter, aber ich optimiere halt immer das Training und die Ernährung. Und das ist halt witzig, wenn du den Leuten sagst, hey, die Dosierungen, die ihr benötigt, sind, also ihr braucht es nicht. Ihr seid einfach faul. Es Es ist so. glaubt halt auch keiner, weil Ja. das ist ja dieser Teufelskreis so, weil ich will jetzt auch nicht abwertend klingen, aber die, was halt scheiße aussehen und sich hart einen reinschußen, die können das dir dann ja nicht glauben, dass du weniger nimmst. Nur weil du eine gute Genetik hast und schnell darauf anspringst. So. Das wäre ja klar, würde ich scheiße aussehen und mir wird einer erzählen, der gut aussieht, ja, ich nehme nur, keine Ahnung, 500 Tests die Woche, dann würde ich mir an die Stirn klopfen und sagen, weißt du, was redest du für eine Scheiße? So, deswegen kann ich die Leute schon irgendwie nachvollziehen, aber ich denke einfach, da muss man drüber stehen und deswegen ist es auch immer schwierig, wenn du offen über Juice redest. Weißt du, was ich meine? Entweder bist du halt der Depp, der im Endeffekt jetzt, wie zum Beispiel bei Mike das war, sagt, der nimmt 2,50 und ja, dann sagen die Leute, was der für eine Scheiße redet, so. Oder es gibt halt die Leute, die glauben es, aber im Endeffekt, ja. Kannst eh nie jedem recht machen, ich sag's immer so. Genau, du kannst es keinem recht machen und so. Aber was ich dir auf jeden Fall auch unterschreiben kann, die Aussage gerade von dir einfach, dass du in der Off-Season auf jeden Fall, da kannst du mit weniger als mehr rechnen. Weniger jetzt nicht von Ernährung und Training, aber vom Juice auf jeden Fall. Deswegen, ja, an die Leute auch da, schraubt die Kalorien hoch, gibt Gas im Training so. Ich meine, die ganzen Stoffe, die bauen dir ja nicht aus nichts Muskeln auf, sondern du bist dann zum Beispiel in der Lage, vielleicht 50 Kilo mehr zu drücken, aber du musst auch die 50 Kilo mehr drücken und die musst auch psychisch mehr drücken.
Weil leg dir mal 80 Kilo auf die langen Hantel und drück die hoch oder mach mal 180 Kilo, dann ist schon von der Psyche zwei ganz andere Komponenten. Dann musst du jedes Training richtig fokussiert reingehen, weil sonst machst du dich kaputt. Und ja, das finde ich die Schwierigkeit halt daran. Ich habe es jetzt gerade mit einer Kundin von mir, dass sie zweimal in der Woche trainieren. Zweimal ballert sie sich komplett aus dem Leben, weil eben die Möglichkeiten für Fitnessstudios nicht Ja. gegeben sind. Und zweimal ballert sie sich aus dem Leben und sie sieht Woche zu Woche besser aus, weil sie einfach vorher nicht diese Intensität im Training hingelegt hat. Merkt sie es jetzt einfach. Sie kann jetzt, weil ich immer dabei bin. Sie macht jetzt 100% und jetzt weiß sie auch, was wirklich ihr 100% sind. Und das Ja. ist immer so, ich muss jemandem erklären, was 100% sind. Kollege, wenn deine letzte Wiederholung irgendwie 10 Sekunden dauert, bis du sie ausgeführt hast, dann ist sie richtig. Aber wenn du das gleiche Tempo von der Wiederholung 1 bis zur letzten Wiederholung hast, dann ist das kein Versagen. Dann kannst du nochmal 20 machen, dann bist du am Versagen. Und das sehe ich immer. Ja, ich trainiere schon hart. Jetzt zeigst du mir mal einen Satz. Ja, dann siehst du die ganze Übung. Immer die gleichen Wiederholungen. Klar, ich sage immer so, es muss ein gesundes Abfälschen sein, falls man abfälschen sollte. Aber Versagen ist intensiv. Und die letzte Wiederholung, die muss intensiv sein. Weil eben, es bringt dir nichts, wenn du irgendwie 20 Sätze für Bizeps machst und die, keine Ahnung, Hobby rumpumpst, damit du ein gutes Gefühl hast im Muskel. Safe. Du kennst ja aber vom Stefan, also eben das Trainingsprinzip Ja, von Stefan, so eine das ist. gute Überleitung, so, weil ich habe auch jahrelang Volumentraining gemacht, also bis wirklich bis ich bei Stefan war und dachte mir halt immer, das ist so the only way, irgendwie was zu gehen und so. Muss dann aber auch sagen, dass ich von der Intensität einfach vielleicht bei 70% immer trainiert habe. So, du denkst, du trainierst hart, aber wenn du mal richtig mit Progress, mit Gewichtsaufschreiben und so trainierst, dann kann man auf jeden Fall viel, viel mehr rausholen. So, das kann man auch immer, wenn mir einer sagt, ich trainiere voll hart, ich bin der Krasseste im Gym, ich arbeite härter als jeder andere. So, es geht immer mehr. Ich würde niemals von mir sagen, ich trainiere am härtesten oder sowas. Weil du kannst immer noch irgendwas rausholen. Ja. Viele vergessen auch, dass nach dem Training noch die andere Komponente kommt. Also wir sehen, ich war noch kurz im Training, da die Ernährung können wir nachher anschauen. Ja. Aber wenn wir das Training anschauen, viele Leute sagen ja, die Wissenschaft sagt ja, wir brauchen ein gewisses Maß an Volumen für Muskelgruppen. Natürlich. Die Studien haben aber auch das in klinischen Szenarien dargestellt mit Räumen und mit Leuten, die dich dann extrinsisch motiviert haben, und da ist noch mal etwas anderes. Aber wie machst du das im Gym? Wie machst du es selber? Probier das. Jeder Satz, den du machst, der muss zählen. Bring das zuerst mal hin. Krieg das zuerst mal das Mindset hin, dass jeder Satz, den du machst, zählt. Ja. Eben, ich sehe bei Leuten, die machen irgendwie 8 Sätze Klimmzüge und dann sind irgendwie die letzten paar Sätze so, keine Ahnung, Hobby rum hochziehen. Kein Progressive Overload, kein Gewicht, kein Additional Resistance. Dann denkst du Ja. auch so, Kollege, wir wissen beide, dass du mehr kannst. Dann, wieso Ja. machst du nicht mehr? Ja, ich muss mehr Wiederholungen machen, ich muss mehr Sätze machen. Ja, natürlich kannst du mehr Sätze Ja. machen, aber wenn die Sätze nicht zum Versagen gehen, ist immer in Das ist meinen halt Augen. eine Ausrede, so, keine Ahnung. Wir kennen alle mal, wenn wir einen schlechten Tag haben und sich denken, ach, kein Bock jetzt auf die bis all out zu gehen. Das hat jeder so, das braucht man gar nicht sagen, dass man das nicht hat. Aber ja, ich meine, wenn du hast ja die Entscheidung selber, ins Gym zu gehen und da was zu machen. Und wenn dann, bei mir war es halt immer so, ich gehe hin. Das hat mir auch mein Bruder so direkt von Anfang an beigebracht, weil ich mit dem angefangen habe zu trainieren. Gesagt, du gehst hin, wir demolieren uns komplett und dann fertig. So, man muss nicht immer, keine Ahnung, auch durch die heutige Zeit ist das halt so gekommen, dass es dir beigebracht wird: ja, geh ein bisschen ins Gym, mach ein bisschen Fitness, um dich zu verbessern. Um dich immer zu verbessern, musst du dich ja immer steigern. Und ja, da muss man halt hin und da bringt dir auch 1 Gramm Testo nichts, Alter, und nicht 5 Gramm irgendwas anderes. So, weil im Endeffekt, wenn du mit 20 Kilo Kurzhantelcurls machst und ein Jahr später immer noch, dann wo soll dann der Mehrreiz sein? So, weißt du, was ich meine? Amen. Definitiv. Nein, danke. Ich finde es halt einfach traurig, weil du probierst ja den Leuten zu erklären und du probierst ja allen recht zu machen. Und dann siehst du halt irgendwie die Ernährung von den Leuten, die sagen ja, Anna, dich kann ich da aufbauen oder Anna, hey,
ich komme nicht weiter, was kann ich machen? Ich esse dreimal am Tag und hoffe, dass es funktioniert. Dann sage ich, ja, okay, gut, dreimal am Tag, wenn es für dich passt. Ich finde es nicht optimal, aber schauen wir mal Ja. an. Ja, Mittag ist ein Döner, Frühstück ist ein Marmeladenbrot und Abend ist Hähnchen mit Reis. Und dann denkst du so, du musst Ja. aufbauen. Aber mich verurteilen, dass ich Stoff nehme und so jede Woche besser aussehe. Dann Ja. zuerst mal vielleicht eben für die normalen Leute, die keinen Coach haben, sich selber weiterbilden und schauen, hey, okay, wie viel Kalorien brauche ich? Und diese mal clean reinkriegen und dann schauen, was passiert. Nur wahrscheinlich Die wirst du ersten Schritte sind ja schon so easy, was man einfach als, weiß nicht, Anfänger beziehungsweise überhaupt Fitness-Sportler so machen kann. Ich meine, allein einfach mal bisschen bewusster essen und so, das bringt schon so viel. Das ist am Anfang so krass, da bringt so wenig, weißt du, was ich meine, bringt so viel. Und wenn du halt auf einem ganz hohen Niveau bist, dann bringt halt keine Ahnung, so viel, so wenig im Endeffekt. Am Ja. Anfang bringt es halt noch extrem viel und das vergessen viele. Wenn du Ja, am Anfang alles richtig machst, safe. Da geht so viel. Ich habe, glaube ich, im ersten Jahr wirklich netti 15 Kilo aufgebaut. Überleg das mal, das habe ich dann Jahre später mit Juice nicht mal so. Also am Anfang, dein Körper reagiert auf alles so und keine Ahnung, ich finde es dann auch immer übel schade, wenn halt irgendwelche Jugendliche zu mir kommen und sagen, ja, ich trainiere jetzt 2 Jahre, lass mal irgendwie jetzt starten mit Juice oder so. Und ich denke mir so, Jungs, Alter, ihr wisst einfach noch nicht, worum es geht, Mann. So, weißt du, was ich meine, weil die halt ein paar YouTube-Videos geguckt haben von irgendwelchen Typen, Alter, wo juicen und denken halt auch, die müssen das jetzt machen, so. Es ist halt schade, wenn du, wenn ich verstehe die Intention von jemandem, Performance-Enhancing Drugs zu nehmen, leistungssteigernde Medikamente, aber ich finde es halt traurig, wenn die Leute denken: Ja, ich habe alles in Check. Schau mal, krieg mal alles, was du bis jetzt gemacht hast, perfekt hin. Krieg mal die Ernährung, krieg mal das Nährstofftiming, krieg mal die Lebensmittelauswahl perfekt hin, dass du verschiedene Proteinquellen, verschiedene Kohlenhydratquellen, schau mal dein Training an und dann lass noch mal irgendwann in einem halben Jahr drüber reden. Schau Safe, ich kaufe mir auch kein 1000 Kubik Motorrad, wenn ich keinen Motorradführerschein habe oder nicht mal weiß, wie man hochschaltet. So. Also, mal. Ja. Digga, Das ist es keine ja. Ahnung. Ja, es muss auch in die Köpfe irgendwie reinkommen. Man muss die Message auch mal ein bisschen so spreaden, weil es ist nicht das, worauf es ankommt. Und das wird gerade extrem suggeriert. So, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber hier ist es so, Digga, so ohne Stoff geht nichts. So dieser Gedanke wird da irgendwie vertrieben. Und es geht so viel ohne, weißt du, was ich meine? Es geht sehr viel ohne, weil wir müssen uns alle überlegen, alle, die heute groß sind auf der Mr. Olympia-Bühne, haben mal natural angefangen. Ich glaube, Ja, und sah halt außerdem. natural schon krass aus, wenn du siehst, Kai Green, wie der aussah, Digga, an der Liga. Aber ja, das ist halt auch wieder das Ding mit der Genetik so. Im Bodybuilding ist immer das Geheule groß, wenn jemand eine schlechte Genetik hat. Fängt dann an zu juicen und es passiert immer noch nichts. Und dann haben wir diesen typischen Hater, der sich denkt, okay, ich sehe nicht so aus, jetzt muss ich gegen den schießen und sagen, der nimmt 10 Gramm die Woche so. Aber ich schieße doch auch nicht gegen Cristiano Ronaldo, warum der so gut Fußball spielt und so viel Geld verdient. Und ich kann nicht mal einen Ball treffen, Alter. Ja, Ja, ich verstehe dich. oder? Ja. Ja. Das ist so, das ist beim Bodybuilding irgendwie noch nicht so ganz verstanden worden, dass Genetik auch ein sehr großer Faktor ist oder so der Faktor wie in jeder anderen Sportart auch, um gut zu sein halt. Wir müssen eben, wie gesagt, ich glaube, wenige Leute, und da kannst du mir vielleicht, schiebst du mir vielleicht nicht zu, aber wenige Leute werden im ersten Jahr 15 Kilo Muskulatur zunehmen, wie du es Ja. gemacht hast. Wenige Leute. Natürlich eben, wenn sich jemand den Arsch aufreißt, alles richtig macht und noch eine gute Genetik hat, werden 15 bis noch mehr Kilo möglich sein. Ja. Aber reden wir von einer normalen Person, dann kriegst du auch schon viel hin. Aber dann musst du nicht vergessen, dass du halt nicht für diesen Sport gemacht bist, vielleicht, Ja. und lieber natural bleiben solltest, und wenn du enhanced gehen möchtest, dass Ja. du nicht, wir hatten ja die Diskussion auf Clubhouse mit, lohnt es sich, IFBB Pro zu werden, natural? Kann man, aber was bringt es ja, wenn du also wenn du mit einer schlechten Genetik auf einer Pro-Bühne stehst, du wirst immer Letzter werden, auf den Gar letzten nichts, Plätzen. ja. Es bringt ja dann auch nichts. Man muss halt einfach ehrlich zu sich sein, so. Keine Ahnung. Und dann auch nicht die Leute verurteilen, die was nehmen, so. Das
Ich verstehe, ich lebe immer nach diesem Leben und Leben lassen, so, keine Ahnung. Ist egal, was irgendeiner macht, ich tue auch keinen irgendwie Drogen-Junkie verurteilen, warum der sich jetzt Hero spritzt, so. Und Ja. ich denke mir zwar so, hey, schade, Mann, wäre vielleicht anders auch nice gewesen, aber man muss das nicht jedem unter die Ohren reiben, nur weil man selber unzufrieden ist, so. Und das ist halt so ein ganz großes Ding. Ich glaube, vor allem mit dem Sport ist halt sehr viel Neid. Sehr Ja. viel Neid. Wir kennen ja beide, also ich verfolge Emir schon etwas länger als dich, den Emir, den sehr guten, was ist der, Montenegro, montenegrinischen Athleten, also er ist Montenegro, deutsch, aber ist Montenegro aufgewachsen und geboren. ja. Und er sieht unnormal aus. Also er ist 21, nein, 22 wird er, glaube ich, ja. Ja. Ich glaube 10 Tage jünger als ich, ja. Das musst du überlegen. Du bist auch 22 Jahre alt. Ja, ich bin 22. Ich bin ein Alter. Was dachtest keine Ahnung, du hast viel mehr Bart als ich, Kollege. du? Ich bin 22. unterwirkt. 22, ja. Nein, dann müssen wir uns sehen. Niemand. Und jetzt finde mir eine Person, die wie Emir, und Emir hat auch schon natural bombastisch ausgesehen. Ja. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie wenig, in Anführungs- und Schlusszeichen, Emir Ja. nehmen muss, um so auszusehen, wie er jetzt aussieht. Also wir Ja. können ganz kurz hier ein Video von Emir einblenden, damit man mal sieht, was mit 22, also 21, 22 Jahren möglich ist, wenn man die sehr spezielle Genetik hat für diesen Sport. Safe. Und das müssen jetzt halt viele Leute nicht verstehen. Außerdem ist auch Emir einer, Emir ist einer meiner sehr engen Freunde, sage ich mal, in diesem Sport. So, also ist echt schon ein Bruder für mich. Und der ja, macht Sachen so akribisch. Wir waren jetzt auch letztens zusammen in der Schweiz tatsächlich, haben dort trainiert, als hier bei uns Lockdown war, haben so ein Trainingslager gemacht. Und Junge, der Typ, der kann, man kann sagen, was er will, aber seine Disziplin ist so extrem krass. Also Natürlich, ja. alles on point. Wenn nicht eine Mahlzeit drin ist, dann ist er unzufrieden mit sich selber und so. Also das muss man halt auch bedenken, sowas. Harte Arbeit. Er macht vielleicht nicht so viel auf Insta und so, aber was er für den Bodybuilding oder für seinen Körper macht, ist halt extrem krass. Und das sehen auch viele nicht, was da so dahinter steckt, weißt du, was ich meine? Viele vergessen es, also ich merke es ja selber, da ich ja Online-Coach bin, da ich ja Coach bin, habe ich ja die Möglichkeit, jetzt aktuell mehr Zeit in mich zu investieren, plus Ja. Coaching. Und ich lebe jetzt auch etwas mehr den Sport, da ich jetzt auch ein Ziel in den Augen habe, vor Augen habe. Ja, Mann. Und ich sehe es halt selber, wie viel du eigentlich Zeit investieren musst. Safe. Und das vergessen halt viele. Du Ja, kannst Mann. nicht mit einem 9-to-5-Job noch extrem guter Bodybuilder werden. Es Nee. geht. Tut mir leid, und wenn du das kannst, dann Props an dich. Also, ich kenne jetzt keinen, der jetzt irgendwie einen normalen Job hat. Gut, Cedric McMill, der ist ja im Militär, der ist halt jetzt ein Ausnahmetalent. Der ist ja Ja. Militärleutnant, glaube ich. Aber da siehst du auch, ja, ich glaube, wenn er nichts machen würde, er wird da noch die richtig krasse Form bringen, so an Tag X. Das war ja Genau. auch bei ihm das Problem. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kenne auch nur wenige, die noch einen Fulltime-Job haben, die es relativ gut hinkriegen. Und du hast es halt immer entspannter oder was ist entspannter? Du siehst immer besser aus, wenn du dich nur auf eine Sache fokussieren kannst. So. Ist ja bei allem im Leben so. Und deswegen ja, bin ich auch glücklich, so den Schritt gemacht zu haben und sozusagen in die Selbstständigkeit damit gegangen bin, weil so kann ich vergewissern, dass ich alles da aus mir raushol. Kurze, also das ist ja auch eine Frage, die etwas persönlich ist, aber wie war die Finanzierung vorher für dich, bevor du Sponsorings hattest für den Sport? Hast du Ja. wahrscheinlich sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen für den Sport, für die Ernährung, vor allem wahrscheinlich auch in der Schweiz und dann auch in Deutschland wieder zurückgegangen bist, für eben die Lebensmittel natürlich eben, du hast immer wahrscheinlich Pute, vielleicht auch noch etwas rotes Fleisch in der Ernährung gehabt, das kostet halt alles. Wie Ja. war es für dich? Hast du halt wirklich sehr große Mengen ausgegeben, oder? Es war relativ wenig. Jetzt muss ich dich leider enttäuschen, Bruder. Weil ja, in Deutschland war es so, ich habe immer nebenher ein bisschen gearbeitet. Ich habe in der Sauna zum Beispiel gearbeitet, im Gym. Ja, Meister. tatsächlich. Als ich noch in Stuttgart war, habe Schüler BAföG noch bekommen, also so Hilfe sozusagen. Wurde ein bisschen durch meine Eltern finanziert, klar. Dann, wo ich in die Schweiz gezogen bin,
Habe ich gearbeitet, ganz normal. Ich habe nebenher noch ein bisschen PTs, bisschen Coaching gemacht. Also ich habe da sehr gut verdient, muss ich sagen. Und ich hatte ja nur den Sport. Also ich bin morgens immer mit dem Velo vorbeigefahren an so einem Dönerladen, war das, glaube ich. Und dann für 9 Stutz konnte man sich da einen Döner holen. Und ich dachte mir, fuck, Alter, wie teuer das hier ist. Aber wenn du so einkaufen warst, eigentlich Chicken und das übliche Zeug halt. Ja, ich Es weiß, was meinst. ging, es ging, es ist viel teurer halt, im Ausgang was essen zu gehen, als irgendwie dann daheim. Ja. Ist ja immer so, ist sogar in Deutschland so, dass es hier teuer ist. Obwohl Berlin jetzt auch eine Ausnahme ist, das ist sehr billig und sehr gut, aber habe mich dann so durch den Job einfach finanziert und habe sogar auch echt noch gut was dann auf der Seite gehabt. Ja, war immer sehr sparsam. Ich bin auch nicht der Typ, der sich jetzt da 1000 neue Klamotten und Gucci-Tasche und was weiß ich, und Auto habe ich auch keins, und ich bin sehr minimalistisch, was das angeht. So, ich will jetzt kein Harzer sein, aber ich will ja Noch ein Ge Leben genießen können. genau ein paar Sachen haben, die ich brauche, aber nicht der übertriebene Luxus. Also no front an die Schweiz, aber in der Schweiz war so ein bisschen so dieses wer hat was und wer bin ich, war schon sehr extrem. Also man hat dann schon sehr polarisiert mit irgendwelchen ja, Luxusgütern und keine Ahnung. Das dachte ich mir halt immer so, was bringt dir jetzt deine scheiß Gucci-Tasche so im Endeffekt? Ich weiß, so im EK kosten die Dinger vielleicht 30 Franken so und werden dann für 500 verkauft. Ich denke mir dann nur so, du Idiot, warum lässt du dich so abziehen? Aber das ist ein anderes Thema, deswegen habe ich mich relativ gut da über Wasser halten können. Und als der Juice dazu kam, Digga, das bisschen Testo, Alter, das kannst du ja, kriegst du ja hinterher geworfen, so. Ja, klar, ja. Also von dem her, es war dann auch noch nicht so, dass ich da, keine Ahnung, Tausende von Euro ausgibt, wie immer in solchen Bodybuilding-Dokus oder so geschrieben wird, oder ein paar Videos habe ich gesehen, wo gesagt wird, ich gebe da irgendwie 20.000 für eine Vorbereitung aus. Das, keine Ahnung, da muss ich nicht mal jetzt irgendwie so viel ausgeben. Du bist jetzt Profi. Ja. Also ich weiß nicht, wenn du, glaub, Open Class Bodybuilder bist und so mit allen Geschützen feuerst, dann kann schon teuer sein, aber im Endeffekt hast du dann auch Sponsoren, wenn du was geleistet hast, und die haben mich dann ja auch unterstützt, und ja, das Coaching steht nach wie vor, und dann kommt da eigentlich eine gute Summe so zusammen, womit man leben kann. Du bist ja auch Unternehmer, wenn ich es jetzt so sagen kann. Du hast ja deine Ja. eigene Kleidermarke, Miracle Wear. Genau. Also du arbeitest wirklich auch an dir selber als Unternehmen, dass du halt auch Ja. mit deinen Kleidern nach vorne bringst. Wahrscheinlich vermute ich eben durch das Sponsoring hast du sowieso genug Geld und das andere wird wahrscheinlich gespart. Du musst halt, ja, du musst halt auch Unternehmer sein, sag ich mal, wenn du dieses Bodybuilding-Business machst, weil alle, die du siehst, die jetzt noch davon leben können, sei es jetzt ein, keine Ahnung, Dennis James oder so, die haben alle auch immer gutes Business, sage ich mal, gemacht. Und das gehört ja einfach dazu. Also ist ja auch wie im Fußball zum Beispiel, wenn du Cristiano nimmst, jetzt wieder als Beispiel, weil der mir gerade so im Kopf ist, der macht ja auch seine Schuhe, sein Parfüm, sein dies, sein das, und hat noch seine Sponsorenverträge und kriegt noch sein normales Gehalt. Also ich glaube, wenn du dir was aufbauen willst, dann gehört es immer dazu, egal wo du jetzt irgendwie drin bist, in welchem Sport. Ja. Ja, Und deswegen. ich finde es halt eben, wie du vorhin gesagt hast, eben, da gibt es halt die einen, die sagen in ihren YouTube-Videos, hey, du brauchst so und so viel Geld für Bodybuilding. Und dann kommst du und sagst du halt wieder genau das Gegenteil. Und ich sehe es halt, ich sehe es halt als Ja. gesunden Ausgleich. Als Student wirst du es schwieriger haben, aber wenn du den Sport wirklich liebst, dann holst du dir halt einen Nebenjob und Stimmt. machst es. Digga, was kosten Haferflocken? 36 Cent bei uns daheim. Ja. 36 Cent, 500 Gramm Haferflocken. Keine Ahnung, holst du einen Whey dazu von, keine Ahnung, früher von MyProtein, muss ich jetzt Fremdwerbung machen. Jetzt könnt ihr es bei NP kaufen. Nee, aber früher habe ich mir das geholt, keine Ahnung. Natürlich war es jetzt nicht das Beste, aber es hat funktioniert, und dann hast du noch dein Fleisch geholt, und ja, ist alles andere sind faule Ausreden. Das sind dann meistens auch die, was ihre Statussymbole haben wollen. Das sind die meistens, was in den YouTube-Videos was erzählen, was irgendwelche dicken Karren haben oder sonstige tausende Klamotten. So, weißt du, was ich meine? Das brauchst du einfach nicht, Alter.
Das brauchst du nicht. Den Sport müsst ihr einfach immer noch fokussieren und das ist die Ernährung. Falls ihr Ja. irgendwie regenerative Supplemente benötigt, Ja. als Anfänger wird es sehr wenig sein, also wahrscheinlich fast gar nichts. Ja. Und das ist eben, was ich auch gesehen habe, irgendwie, ihr braucht irgendwie wöchentlich Massagen. Digga, bis Massage habe ich, bis ich in der Schweiz war, nichts gehört. So. Muss man gerade sagen. Mein Dad war, ist oder ist Gott sei Dank Physio so, und der hat mich dann damals immer behandelt, dass ich noch da bei meinen Eltern gewohnt habe, aber ich bin dann noch mit 17 ausgezogen. Also war dann relativ schnell in Stuttgart in der Stadt drin und nicht draußen auf dem Land so. Und ja, das hat sich dann relativ schnell erledigt. Jetzt mittlerweile, jetzt bin ich immer noch so, dass ich sage, ich muss nicht unbedingt jeden zweimal die Woche zum Physio, sondern ich gehe halt, wenn ich Schmerzen habe und es nicht mehr geht, dann gehe ich und dann ist es auch gut. Und will jetzt auch immer in der Prep wöchentlich gehen oder sogar zweimal die Woche, weil dann muss man professioneller werden. Und ja, aber für Anfänger, ganz ehrlich, du brauchst so wenig, Mann. Du brauchst ein Gym, du musst Gas geben. Ich meine, da sehe ich immer die Videos, finde ich geil, was diese Afrikaner, kennst du die von Machiavelli Motivation? Was da irgendwo in Ghana trainieren, man mit Wasserdingern und aussehen wie, ja, wie Könnte ich krasse die auch kleine unter die Bodybuilder. Stellen werden auseinandernehmen? Ja, natürlich. Das ist einfach nur diese Faulheit und dieses Ausreden suchen, aber dann, keine Ahnung, im Ausgang 200 Stutz liegen lassen für Alk und Kippen. Ja, das ist deswegen, was möchtest du, was ist deine Priorität? Ist der Sport deine Priorität? Dann priorisierst du ihn auch, weil dann ist eben auch der Schlaf ein wichtiger Faktor, welchen viele vergessen. Ja, natürlich kann ich HGH ballern und hoffen, dass mein Schlaf besser wird. Ja, aber wenn es 4 Stunden sind, sind es 4 Stunden. Ja, schon. Da kann ich auch 6 Einheiten HGH ballern. Das wird nichts Ja, da helfen. Tut mir kannst du leid. alles der Welt ballern, da kannst du Schlaftabletten ballern, aber deinen richtigen Schlaf, den musst du dir einfach so holen. Dann musst du halt auch die Zeit dir nehmen, um schlafen zu gehen. Jetzt hat sich mein Tagesrhythmus ein bisschen verschoben. Ich bin immer länger wach und penne dann ein bisschen länger so, weil ich einfach jetzt abends produktiver bin, habe ich auch zu dir gesagt, lass abends Podcast machen, morgens kannst du mich wegschmeißen. So. Es hat mich auch damals vorab gefuckt in der Schule und auf der Arbeit, wenn du, keine Ahnung, um 6 Uhr da vorm Studio stehen musst und das Ding aufschließen musst. Ich war noch nie der Typ, der gerne morgens irgendwie gearbeitet hat oder so. Also nicht der typische Unternehmer, sondern ich bin eher gern abends oder nachtaktiv, und dann passt es auch, denke ich, ganz gut. Was aber krass ist, in der Prep werde ich viel krasser, was so das Ganze angeht, den Tagesablauf und so. Da, also die letzten Wochen der Prep, keine Ahnung, die letzten 6 Wochen oder so, bin ich immer Punkt 7 Uhr wach oder so, wenn, brauche nicht mal einen Wecker und bin da voll in meinem Film drin. Das ist auch nicht schlecht, das ist immer Nicht ins cool. Cardio und so wahrscheinlich, gell? Ja. Eben, aber das ist halt ein guter Start in den Tag. Wahrscheinlich musst du jetzt keins machen, oder? Safe, ich mache 5-mal die Woche Cardio. Oh. Ja. Na gut, eben. Jeden Morgen eigentlich, Aber außer Leg Days. später. Das Ja? ist halt eben das, was ich sehe. Viele vergessen, dass auch in einer Off-Season ein Cardio wichtig Safe. ist. Da Möchtest bin du uns ich. erklären, wieso wir in der Off-Season ein nüchternes Cardio einbauen können? Ja, also in der, ich habe das nie gemacht, muss ich dazu sagen. Also Okay. damals, ich dachte mir immer so, ja, komm, Off-Season ist Off-Season. Ich habe auch noch so gedacht, aber du musst ja schon nicht gucken, dass du nicht verfettest, sozusagen. Wir haben ja verschiedene Punkte, warum man das macht. Erstmal als Enhanced-Athlet ist deine Gesundheit sehr wichtig. Und um, keine Ahnung, deinen Blutdruck zu verbessern, fast alles zu verbessern, deine Cholesterinwerte, alles musst du halt Cardio machen, um halt mal im aeroben Bereich auch mal ein bisschen zu trainieren und nicht nur dein Bodybuilding-Training zu machen. Deswegen mache ich auch viel auch Stretching neben dem Cardio noch und so, um einfach auch die Muskeln so elastisch zu machen und das Ganze halt, wie schon davor gesagt, professioneller anzugehen. Aber ja, Cardio ist sehr effektiv und sehr wichtig in der Off-Season, auch um deinen Stoffwechsel und deine Stoffwechselrate zu pushen und ja, dann immer gut, ja, gut zu performen auch. Was ich auch als wichtigen Punkt ansehe, sorry, ich habe auch gegessen. Ja, easy. Die Anabolen Meals. Super. nein, was hat auch eben viele vergessen? Ein Cardio, das kann auch als Natty
gut sein, aber Ja, safe. wirkt als Enhanced tendenziell viel besser, wenn wir viele Carbs fressen müssen oder die Blutzuckerwerte halt irgendwann gegen die Wand schießen. Ja. Leute, kann da extrem Abhilfe verschaffen. Und Ja. Leute, also eben, ihr werdet auch, also für alle, die jetzt zuhören von meinen Athleten, ihr werdet auch in der Offseason Cardio machen müssen, ist ja klar. Scheiße, was, Jungs? Ja, kein Wort, und es kein Cardio machen. Nein. Nee, aber ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, auch jedem Netty so mit eurem Blutzucker, wenn ihr da, also wenn ihr einen guten Blutzucker habt, dann ist es immer effektiv für euch, so egal ob jetzt Ultra Enhanced oder nicht, so einfach um diese Insulinsensitivität aufrechtzuerhalten und sich das nicht zu zerschießen, weil das Schlechteste, was ihr machen könnt, ist aus einer Diät zu kommen, voll viel Scheiße zu fressen, für 2 Wochen das ganze Ding kaputt zu machen. Und dann irgendwie wahrscheinlich noch ja, sonstige Sachen machen. Und dann ja, den Rebound komplett verkacken, obwohl euer Körper in der anabolsten Phase ist, wenn ihr nach einem Wettkampf oder nach einer Prep seid und die Muskeln sozusagen zugeflogen kommen und du dich da nur in den Weg stellen musst, um die Muskeln aufzufangen, Alter. Ja, das ist meins. Hey, Ja. ganz kurz, misst du deinen Blutzucker nicht schon? Ja. Machst du, okay, top. Blutdruck auch wahrscheinlich. Ja, auch. Mein Blutzucker ist krass niedrig irgendwie. Hätte ich nie so gedacht. Ich dachte immer, ich habe voll den schlechten Blutdruck, aber der ist irgendwie bei 76 oder so morgens nüchtern. Also Okay. ist echt krass. Mein Blutdruck jetzt natürlich, wenn ich so schwer bin, muss ich sagen, also jede 2, 3 Kilo spürst du den halt schon. Deswegen bin ich auch froh, jetzt mal wieder ein bisschen runter zu gehen. Man muss ja auch mal ehrlich sagen, wenn du so schwer bist, das ist nicht so gut für deinen Körper, wenn du schnell viel zunimmst, sondern ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann langsam kontinuierlich. Aber mein Körper ist einfach ja, mega auf alles angesprungen und ist extrem gut gewachsen. Aber ja, du musst dich natürlich an das neue Gewicht dann auch immer gewöhnen. Dein Körper braucht halt Adaptionszeit, das wird auch Ja, genau. zu sein. Der wird auch irgendwann sich wieder regulieren, aber das braucht halt seine Zeit. Ja, Wie schnell safe. bist du von 90 auf 116 gegangen? Was war das für ein Zeitraum nochmals? Ein Jahr, Ein eineinhalb Jahr, Jahre. 26 Kilo. Ja. Ein Jahr, so ja, 1,5 Jahre, sowas. Das ist eben, wenn jetzt Leute, also eben für alle, die zuhören, wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr Profipotenzial. Aber vorher könnt ihr weitermachen, euer Training und sie euch weiter aufregen, warum Profiathleten so wenig ballern und trotzdem so gut aussehen. Ja, ich habe aber auch, wo ich angefangen habe zu trainieren, wir haben immer richtig hart trainiert, mein Bruder und ich. Ich habe, glaube ich, mit 15, Ende 15, glaube ich, weil ich wollte vor meinem 16. Geburtstag 100 Kilo auf der Bank drücken, habe ich dann mit 15 oder so gedrückt. Also ich war extrem auch immer drauf aus, Gas zu geben und so. Es war mir scheißegal. Natürlich, dann bin ich nicht irgendwann nicht mehr höher gekommen und mein Bestes, was ich Nelly irgendwie gedrückt habe, waren 140 im 5x5-System. Aber ihr müsst auch ehrgeizig sein und lieber zu viel machen als zu wenig, weil das ist meistens auch so, ah, ich brauche hier einen Deload, da einen Deload, hier eine Woche Pause und dann ist das Jahr schon vorbei. Also ihr könnt auch natürlich, ihr müsst auf eure regenerativen Kapazitäten achten, aber ihr könnt natürlich auch als Netty ja, mal viel machen so und auch, ihr verkraftet auch viel. Also es ist nicht nur so, dass ich als Netty 3-mal die Woche Push-Pull-Legs machen kann und that's it, aber ja, das wollen auch viele nicht verstehen. Deswegen auch, feiere ich deinen Ansatz auch so mal zu sagen, hey, geh mal richtig an dein Limit, so, weil ich manchmal das Gefühl habe, durch dieses 4x8 und 3x12 Prinzip sind die Leute nur so da und gucken noch durch die Gegend, machen dann 3x12 und dann legen die wieder ab und weißt du, was ich meine? Ist es, ja, das ist der Spruch in den Studios. Da sehe ich einen Satz Squats, da gehe ich vorbei und schaue mir so einen Typ an. Okay, Kopf ist nicht rot. Okay, der kommt auch noch im gleichen Tempo wieder hoch. Dann frage ich mal so, war das ein Arbeitssatz? Und er so, ja, denke ich mir also auch so, Kollege, ein Arbeitssatz. Weißt du, wie ein Arbeitssatz aussehen muss? Da verreckst du bei der letzten Das Wiederholung. sind auch immer die Besten, die machen ihren Satz und dann reden die noch an Rudermaschine. Ja, Mann, lass heute Abend Shisha-Bar gehen und dann reden die gerade weg und atmen nicht mal irgendwie mehr oder so. Das finde ich immer so krank, Und Alter. das sind die, die kommen und sagen, hey, ja, du nimmst Stoff. Ich will Ja. auch. Dann denke ich mir so, nein,
Du musst erst nähern und essen, dann können wir da über die Ich andere. sag immer, wenn die mich fragen, ey, wie viel nimmst du und so, sage ich immer, so viel kannst du gar nicht nehmen. So viel kannst du nie in deinem Leben nehmen. Und dann sagen die immer, was? Und Ja, aber das gehen dann auch ist. immer weg. Ich mache mir da immer so ein bisschen Spaß draus, so, aber viele schreiben mich auch an, wenn ich Neuakquise mache jetzt von Kunden, so, ja, ich will schon aufbauen, aber ich will jetzt nicht zu viel machen. Also nicht, dass ich so krass werde jetzt wie du. Sagst du wirst Und nicht. dann denke ich mir so, Digga, so, viele sehen einfach so diese 9 Jahre Training oder 10 Jahre Training einfach so gar nicht, weißt du, was ich meine? Die denken sich so, ich pumpe jetzt 3 Monate und dann adaptiert mein Körper Das und Gericht bin zugeflogen. ja, und ich sehe einfach so irgendwie krass aus, deswegen, ja. Also eben nochmal für alle so das Roundup. Ihr müsst immer realistisch bleiben. Was liegt in euren Möglichkeiten? Was könnt ihr überhaupt? Und was macht ihr bis jetzt? Schaut. Aber bleibt auch unrealistisch so. Ist auch ganz wichtig, da eine gute Mischung zu finden. Also ihr müsst ehrlich zu euch selber sein, aber ihr könnt auch ruhig träumen. Also ich habe immer gesagt, ich will, keine Ahnung, mit dem oder von dem Sport leben und diesen Sport so machen. Das habe ich schon ganz früh gesagt. Und immer hat jemand gesagt, ja, was redest du? Und ich war einfach in meinem Film und dann hat es geklappt so. Und dann kamen erst die Leute, hey, wow, krass, cool, hat es geklappt, wie feiere ich und so. Aber ich weiß halt genau, die haben mich früher nicht gefeiert so. Und dann haben sie gedacht, was macht der Typ da eigentlich so? Deswegen lasst euch die Träume auch nicht ausreden irgendwie, egal jetzt in welchem Bereich, sondern macht es einfach. Ich meine, jeder Pro oder jeder Olympia-Champ oder jeder Olympia-Competitor hat ja irgendwo angefangen Yes. zu trainieren, weißt du, was ich meine? Und es war am Anfang wahrscheinlich nie das Ziel, aber jetzt egal in welchem Bereich, auch wenn ihr Business macht oder so, macht da einfach euer Ding. Yes, sir. Es wird euch immer jemand sagen, ihr könnt es nicht oder ihr seid zu schlecht für das. Ja. Und eben an diesem Punkt, wo ihr merkt, dass ihr schon bevor ihr überhaupt anfängt, solltet ihr euch immer ein Ziel vor Augen haben, ein Ziel in den Kopf setzen und dorthin arbeiten. Und irgendwann werdet ihr es merken, hey, bin ich gemacht für diesen Sport? Und auch wenn du nicht gemacht bist für diesen Sport, dann machst du einfach weiter. Genau, und wenn ihr halt auch nicht gemacht seid, so, dann gibt es Leute wie den Anadi oder mich, den ihr schreiben könnt, ihr dadurch deswegen auch einen Coach holen könnt. Also muss man schon so sagen. Das ist aber, ja, Aber das ist ja. das ist so das Ding. Du kannst dann da hingehen, wie ich damals angesprochen wurde und ich mir gedacht habe, ja, okay, ich zeig dir mal meine Form. Da hast du die Entscheidung getroffen, okay, du lässt mal über dich urteilen, so, und dann siehst du da, du holst dir das Feedback ab. Das macht Ja. man ja in jedem anderen Sport auch. Also man lernt immer von Besseren, beziehungsweise kann sich da weiter informieren. Genau. Ja. Safe. Also, Urs, danke dir vielmals. Wurde geil. War ein geiler Talk. Ja, Mann, Viele Bock Themen gemacht mal wieder. angesprochen. Ich finde es halt mega geil, immer so verschiedene Ansichten zu sehen, oder? Weil eben Jo. ich wohne halt in der Schweiz, ich kenne es halt nicht anders. Und du, Deutschland, Schweiz, Abwechslung, Safe. Profi, ich Amateur, ich, also ich nicht immer Amateur, ich angehender Amateur, Coach, was du machst, wie du siehst, ich. Ich finde halt immer den Austausch extrem cool, weil ich lerne auch etwas von dir. Und ich hoffe, dass eben irgendwann in Zukunft nochmals die Möglichkeit besteht, dich hier einzuladen. Und Gerne, ja, Mann. wenn du was machst, komme ich gerne mal vorbei nach Deutschland, auf Stuttgart, nein, Berlin. Berlin bist du Berlin, jetzt. Bruder, Berlin. Aber ja, wie gesagt, ja. Man kann da auf jeden Fall viel lernen. Ich kann immer auch viel von anderen lernen. So. Deswegen mache ich auch gern sowas. Und ja, ich werde bestimmt mal wieder in der Schweiz am Start sein. Dann connecten wir auch da. Und ja, Mann, danke, dass ich am Start sein durfte. Euch da draußen viele, viele Motivation und so für die Zukunft jetzt, wenn das mal vorbei ist, dass ihr Gas gibt, eure Ziele erreicht. Und ja, Mann, wir Ganz sehen wichtiger uns. Punkt, nicht aufgeben, trotz Corona, nicht aufgeben. Weiter Ja, durchziehen. Dann wünsche ich dir jetzt, Urs, noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut. Leute, danke vielmals fürs Zuhören. gleichfalls. Haut rein, gebt dem Video Daumen hoch, kommentiert, nimmt es Abonnieren, auseinander. liken, den Algorithmus, mashallah, Ja, kommt Mann, gut. mashallah, wenn der könnt. Wenn du willst. Wir haben gerade angesprochen, das kommt nicht. Egal. Danke Also. trotzdem vielmals, Urs. Ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut. Haut rein, ciao.